Willkommen bei AR Digital. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr Apps löschen und deaktivieren könnt. Es gibt unterschiedliche Apps. Manche kann man löschen, manche kann man nur deaktivieren und das hat auch einen bestimmten Grund. Grundsätzlich ist es so, dass auch Samsung hier beim Galaxy A51 natürlich mit irgendwelchen Herstellern Kooperationen hat. Das ist auch der Grund, weswegen ihr zum Beispiel hier Microsoft-Apps drin habt, die eigentlich gar nichts mit Android zu tun haben, aber die sind hier jetzt trotzdem drauf. Also wie zum Beispiel jetzt hier Office, OneDrive, LinkedIn und Outlook oder hier Netflix oder Spotify. Das heißt, Samsung bekommt letztendlich Geld dafür, dass sie diese Apps vorinstallieren und je nachdem, wie viel gezahlt wird und was für Vereinbarungen da sind, können diese Apps tatsächlich auch nicht gelöscht werden. Ja, da habt ihr richtig gehört, man kann nicht alle Apps löschen. Grundsätzlich schauen wir uns erstmal an, was können wir denn hier tun, also auf dem Startbildschirm, den ihr habt. Wenn wir jetzt hier nach links und nach rechts wischen, dann können wir zum Beispiel, fangen wir an mit der Spotify-App, ich lasse also einmal gedrückt und dann kann ich das hier einmal von Start entfernen. Also Start ist quasi all das, was ihr hier eben seht. Ihr seht, dass eben hier nicht so viele Apps drauf sind, wie wenn ich jetzt hier gucke. Ne? Das heißt, letztendlich ist das hier unser Startbildschirm und ich kann jetzt hier mit einem Druck darauf von Start entfernen machen. Das kann ich auch zum Beispiel mit dem Game Launcher machen oder mit anderen. Also hier kann ich grundsätzlich erstmal alle Apps von meinem Startbildschirm entfernen. Die zweite Sache ist das Deinstallieren, also wirklich das Löschen dieser App. Hier funktioniert das tatsächlich bei einigen Apps, wie zum Beispiel bei Spotify. Ich gehe jetzt also hier drauf und könnte jetzt hier auf Deinstallieren gehen und dann wird diese App letztendlich tatsächlich gelöscht. Also ich gehe auf Deinstallieren und dann verschwindet sie. Dann taucht sie auch nicht mehr hier auf. Also dann verschwindet sie einmal hier komplett. Ich kann hier genau das gleiche machen und auf Deinstallieren gehen. So, das funktioniert aber leider nicht bei allen Apps. Zum Beispiel bei Netflix. Wenn ich jetzt dort einmal drauf drücke, dann könnte ich jetzt hier sagen, zu Start hinzufügen. Also dann wird es dort zum Start dazukommen. Ich kann die App aber nicht deinstallieren. Also ihr seht, hier habe ich nicht diesen Punkt. Ich kann sie höchstens deaktivieren. Und dann stehen hier Netflix und alle damit zusammenhängenden Funktionen werden deaktiviert. Und dann kann ich sie eben auch später wieder aktivieren. Also ist das quasi Netflix ins System reingebrannt. Ihr kriegt sie also bis auf irgendwelche besonderen Softwarehilfsmittel und so weiter, bekommt ihr die auch gar nicht weg. Das ist auch tatsächlich so gewollt. Schauen wir mal bei den Microsoft-Apps. Auch hier Office, gucken wir mal, die können wir deinstallieren. Wie sieht es aus mit OneDrive? OneDrive können wir nur deaktivieren. Also OneDrive, nein, Microsoft will auf jeden Fall, dass ihr die Daten bei OneDrive speichert. Und bei LinkedIn, ja, LinkedIn können wir deinstallieren und Outlook können wir auch deinstallieren. Also dann würde OneDrive übrig bleiben. Letztendlich müsst ihr euch eben überlegen, welche Apps braucht ihr wirklich selber, sodass ihr sie auch tatsächlich nutzen möchtet. Ansonsten, wenn ihr zum Beispiel Office gar nicht nutzt, ja, dann löscht einfach alles, was ihr da nicht mehr nutzt. Wenn ihr sowieso Spotify nicht nutzt, löscht es. Wenn ihr Netflix nicht nutzt, dann deaktiviert es zumindest, weil dann funktioniert nämlich tatsächlich nur genau, dann sind nur die Apps aktiv, die ihr wirklich benötigt und was das Installieren angeht, sind auch wirklich nur die Apps installiert, die ihr auch wirklich haben wollt. Also schaut euch hier einmal das komplett an. Was natürlich noch am Schluss vielleicht noch interessant ist, ist, dass natürlich auch eine App weder deaktiviert noch gelöscht werden kann, nämlich zum Beispiel das Telefon. Da kann ich also jetzt irgendwie auf Deaktivieren gehen, aber Telefon kann nicht deaktiviert werden, ist eigentlich klar, genauso wie App Store und so weiter. Also hier könnt ihr euch mal durchprobieren. Aber ich glaube, das hat euch schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Man kann eben Inhalte von dem Startbildschirm einmal entfernen, dadurch werden sie aber nicht gelöscht. Man kann Apps einmal komplett deinstallieren, also löschen, und man kann Apps auch deaktivieren. Und deaktivieren, dann bleiben sie eben auf dem System drauf, aber sie sind zumindest ausgeschaltet. Ja, das war's zum Thema Apps deinstallieren und deaktivieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.